Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro Reignited Trilogy mit mir, TMW Estref. Lasst uns weitermachen hier in der Feuerwerkfabrik mit Agent 9. Ihn haben wir ja im letzten Part freigespielt. Und schließen damit einfach jetzt mal die restlichen Prozent in diesem Level ab. Weil es vorher nicht möglich war. Ja. Wir spielen einfach mal mit ihm in dieser Ego-Shooter-Perspektive. Einfach weil das Minispiel es hier so vorgibt. War da nicht noch einer? Dann eben nicht. Gut. Und ja. Ich glaube, ich habe im letzten Part auch erwähnt, dass das mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht damals. Im Originalspiel. Im Remaster, ja. Ist es immer noch genauso, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. So. Kiste macht putt. Und aus der Ferne auch. Noch jemand aus der Ferne? Nein, dann widme ich mich denen da oben. Aus der Ferne. Na. Na. Also man muss schon exakt zielen bei diesen, die da oben hängen. Ja, Sparks, bitte einsammeln, falls du noch da bist. Müsstest du eigentlich sein. Ach, und da fällt mir ein, da ist ja noch diese Welt von Sparks. Die müssen wir auch noch machen, hier im Abendsee. In der Abendsee-Heimatwelt. Ja, dann widme ich mich dem mal später. Aber nach der Honigwabenstrecke, weil die ist, muss ich ja auch noch machen. Ja, so ist es, wenn man verfolgt wird und in Hetze hineinrutscht. Du nicht. So, wir haben noch über die Hälfte der Munition von dem Superfeuer. Und ich glaube jetzt, ja, allmählich kriegen wir auch den Rest aus dieser Welt. Hier ist ein Drachenei. Patty, hallo! Ja, fein. Oh oh. Zeit, dass wir Hänsel helfen. Und wie aus dem Nichts sind ein neuer Schwarm Ninjas da. Als ob wir keine Zeit hätten. Oder als ob wir genug Zeit hätten, um Hänsel zu helfen. Naja. So, ich gehe jetzt einfach mal sofort einfach mal vor. Ist da noch jemand an der Seite? Okay, das waren alle. Und da kommt der nächste Schwarm. Okay, es wird ernst, es wird ernst. Moment, ich muss mal... Ja, danke. Schmetterling, du kommst wie gerufen. Okay. Jetzt wird's aber richtig ernst. Schnell nochmal zurück. Ich brauche einen Schmetterling. Schmetterling. Ist da noch einer da? Das wäre ganz, ganz toll, wenn er... Ja. Oh je. Der sah nicht sehr wach aus, der Käfer. So, als sei er komplett erledigt.
Okay, da ist also noch in der Ecke eine Kiste. Und da. Ja. Das ist schon doof, wenn man an seinen Gegnern vorbeiläuft. Ach, da oben ist ja noch einer. Aber... Joa. Alles sauber hier. Wow, warte mal. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch 33 Punkte, aber muss ich jetzt wieder von ganz von neu anfangen? Ich will auch hoffen, dass es nicht so ist. Oh, warte mal. Ich glaube, ich muss es tatsächlich wieder von neu machen. Kann das denn die Möglichkeit sein? Oh Gott. Gut, aber diesmal mache ich ein bisschen. Und unser Power-Up ist weg. So, ich mache jetzt aber ein bisschen radikaler. Nicht mehr so wischiwaschi. Ja, lass mich mal vorbei hier, ihr Schuss-Ninjas. Ja, komm, den musst du auch noch treffen, danke. Will noch jemand? Nein, dann gehe ich weiter. Also tatsächlich stelle ich mich ein bisschen doof an, diesen Geschossen auszuweichen. Mensch, wie viele gibt's von euch eigentlich? So, jetzt ist mal bitte Ruhe im Karton. Ah, Käfer, bitte stehen bleiben, danke. Ach, und jetzt ist hier plötzlich kein Karton? Das ist aber ein bisschen seltsam. Ach, da. Da ist einer. So, wir sind bei voller Gesundheit. Das ist doch fabelhaft. Ja, aber da kommen immer noch welche so aus dem Nichts. Aus dieser Kiste da. Die Ninja-Trick-Kiste ist aber jetzt Vergangenheit. Okay, gute Nachricht ist, hier ist keiner mehr drin. Und der letzte Schwarm. Seid ihr bereit? Ich? Ja. So, will noch jemand? Nee, dann bin ich jetzt fertig. Aber ich glaube, mir fehlen... Warte mal. Die Edelsteine, ja. Hänsel, ich komme! Keine Angst, ich habe dich nicht vergessen. Danke, dass du mich gerettet hast. Pass lieber auf dieses Ei auf, bevor die Rhinoxe das auch noch in die Luft jagen. Donovan, hallo! Ja, jetzt habe ich nur das Problem. Mir fehlt was. Ein Fünfer fehlt mir. Und jetzt muss ich nochmal hier durchgucken. Ich kann mir vorstellen, ich habe irgendeine Kiste
den Edelstein von einer Kiste übersehen. Oh je. Bitte lass mich... Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, lass mich nicht zu lange suchen und da wurde der... Wurde die Sorge schon... Ja, zunichte gemacht. Danke für deine Hilfe, Agent 9. Diese Rinoxe waren echt überrascht. Mhm. So soll es sein. Also nochmal zur Vergewisserung. Feuerwerkfabrik haben wir. Und ja. Alles 100%. Auf geht's zum zur Honigwarmstrecke. Ja. Rückkehr nach Abendsee. Okidoki. Also, Honigwarmstrecke. Auf geht's! Nun reden wir gleich mal wieder Sparks ein bisschen was... Ne, gleich hören wir mal wieder Sparks ein bisschen was reden, genau. Mit seinem wundervollen Akzent. Unvergesslich. Bevor ich uns verhaft, ich habe geschlossen, wenn wir hier wollen. Und ich schaffe ein Video, wie du was für das ist. Zeitmodus. Jo. Also erstmal Honig verhaben. Dann die Bienenstöcke. Ja, es reicht einfach durchzufliegen. Das mit dem Feuer war nur ein Reflex. Einer der wenigen, die nachts geöffnet hat, hat Sparks gesagt. Okay. Okay, Bienen. Mir ist es ja neulich passiert, dass ich da einen davon verfehlt habe und das hat mich so aufgeregt. Manchmal, also ich bin so jemand, der sich manchmal richtig beklagt über meine mangelnden Spielkünste. Beziehungsweise, naja, die Fehler, die mir beim Spielen passieren, obwohl ich behaupte, dass ich das kann. Das, manchmal bin ich da richtig, ja... Das regt mich manchmal richtig auf. Naja, man soll ja nicht zu hart mit sich selbst sein, ne? Fehler passieren immer. Neuer Versuch, denn jetzt wollen wir noch mit Jäger sprechen. Pass auf, Spyro. Es gibt hier ein wirklich großes Schaf-UFO, das versucht mich zu kriegen. Ich habe mir ein Drachenei geholt, das es entführen wollte. Und jetzt will es Rache. Du wartest hier, ich locke das UFO in den Honigfluss. Nur zu, ich gebe dir Deckung. Okay, los geht's. Also, was hier jetzt gemacht werden muss, einfach den ganzen Hindernissen ausweichen, die auf dem Fluss auf dem Fluss hier rumliegen. Wenn man in eins reinknallt, dann verliert man ein Tempo und dann hat das Schaf-UFO einen ganz leicht im Würgegriff. Und es wäre jetzt gut, wenn ich in nichts mehr reinfliege. Das wäre ganz, ganz hervorragend. Ja. Dauert das so lange?
Ich habe eigentlich so in Erinnerung, dass es jetzt eigentlich vorbei ist. Oh. Niemand ist schneller als ein Gepard. Und schau mal, ich habe nicht mal das Ei fallen lassen. Nori, hallo. Chris, hi. Ja, jetzt ist das Rennen gegen die Bienen. Keine Sorge, ich werde es nicht vergessen. Und wichtig ist, auch durch jeden blauen Stern zu fliegen. Und sogar noch besser, gleichzeitig durch alle roten Sterne zu fliegen. Damit man unsere Gegner auch ein bisschen verlangsamen kann. Aber das Feuer macht's auch. Naja, das war komisch. Einfach mal den Gegner hinter mir versuchen zu kriegen, das ist... Ah! Nein! 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 Ich habe vergessen, ich habe zu spät realisiert, dass da links ja auch noch ein blauer Stern ist. Eieiei, okay. So, blauer Stern, roter Stern. Blauer Stern. Blauer Stern. Und grüner Ring. Hast dir wehgetan? Das war ich. Die rote Bombe und der rote Biene hat einfach jetzt gerade so super farblich zusammengepasst. Kabumm! Aua! Ja, dein Stachel ist noch dran, sei froh. Sonst wäre eine Biene ja völlig wehrlos. Und Bienen sind ja wichtig, ne? Ganz, ganz wichtig für unseren Planeten. Das ist jetzt keine Ironie und auch kein Sarkasmus oder irgendwie witzig gemeint, auch wenn es vielleicht so klingt, aber ohne Bienen sieht es echt schlecht aus für uns und auch für vieles andere auch. So habe ich zumindest schon viel gehört. Oft gehört, meine ich. Ohne Bestäubung, weil Bienen bestäuben ja so ziemlich alles. Wenn sie das nicht mehr machen, dann würde fast nichts mehr wachsen, habe ich so gehört. Also sollte man der Biene hier und da schon dankbar sein. Und auch den nötigen Respekt erweisen. Ich hab Vorfahrt, rechts vor links. Ja, in dem Fall vor Flug, ne? Durch das Ziel gepackt. Okay, du hast gewonnen. Henry, hallo. Das wird noch klappen. Ja, wir sind erstmal fertig. Tut mir leid, Sparks. Ja, ich weiß. Aber wir haben ja noch eine Strecke vor uns, ne? Vergiss das nicht. Und du hast jetzt im nächsten Part auch noch deinen großen Auftritt. Ne? Ja.
Betonung liegt auf nächster Part, denn hier habe ich mal wieder 20 Minuten erreicht und das heißt, ich mache hier mal wieder eine kleine Pause. Ich bedanke mich mal wieder herzlichst dafür, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch dann jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und immer schön optimistisch und ja, bleibt immer stets ihr selbst, ne? Bis dann, euer TMWS-Dörf und ciao.